Ja, liebe Freunde, willkommen zurück zum nächsten Part auf Schalke. Nach dem Saisonstart geht es jetzt für uns weiter gegen Hannover. Also ein Spiel, das wir durchaus gewinnen könnten und das auch ganz wichtig wäre, wenn wir die Klasse halten wollen. Und in der Zwischenzeit bekommen wir aber noch was zu tun. Tempelmann ist nicht zufrieden mit seiner Einsatzzeit. Und da ist jetzt halt echt die Frage, was wir machen. Ich finde, der ist mental halt schon extrem gut. Erwartet auch gegen Hannover zu spielen. Ich finde grundsätzlich, ja, wie gesagt, dass der eigentlich schon ganz brauchbar ist. Ich möchte ihn jetzt nicht unbedingt verkraulen. Die Frage ist, was wir mit ihm machen. Ich meine, Kral zu ersetzen ist halt schon mal blöd. Finde ich schon ganz wichtig. Wir könnten aber Kral jetzt mal statt Schallenberg spielen lassen, weil der war jetzt auch nicht so der Burner. Überlegen wir uns einfach noch. Wir werden ihm auf jeden Fall jetzt mal sagen, dass er ein bisschen öfter spielen wird. Ich werde Ihnen die gewünschten Einsatzzeiten geben. Also das dürfen wir jetzt nicht vergessen, dass der auch wirklich Zeit bekommt. Und ja. So. Dem haben wir versprochen, dass er verliehen wird. Ja. Hilft halt nichts, wenn keiner Interesse hat. Karadža bestätigen wir jetzt den Deal zum HSV. Wenn der unbedingt weg will, was soll man machen? Ich rede mal schlecht über ihn. Ich habe gerade gesagt, dass er anscheinend nicht mehr ganz so engagiert ist, wie er mal war. Deswegen haben wir dem Verkauf zugestimmt. Auch okay. So, jetzt bin ich gespannt, wie sich Hannover schlägt. Die haben jetzt 3-0 gegen Hoffenheim verloren. Das ist für uns vielleicht nicht so schlecht. Damit hängen die jetzt nicht ganz so weit vor uns. Und vielleicht können wir die dann jetzt tatsächlich schlagen und einholen. Das wäre natürlich jetzt mein Ziel. So, schaut es eigentlich mit Kräuter aus? Was hat denn der? Der hat Stammspieler als Rolle, damit ist er wahrscheinlich auch nicht ganz so glücklich. Hat jetzt noch nicht so viel gespielt. Ich würde den vielleicht heute einfach mal von Beginn weg spielen lassen. Lass Meh nehmen wir mit. Und Ouedraogo. Er fällt noch immer 2 Wochen aus. Aber nach dem Transferschluss sollte eh Länderspielpause sein und dann ist es, glaube ich, nicht ganz so tragisch. Dann müsste man ihn schon langsam wieder zurückbringen können. So, Potlech wechselt auch für 250.000. Ist für unsere Finanzen auch gut. Vor allem hat der 337.000, glaube ich, was verdient. Und ja, im Endeffekt kommt halt jetzt nicht viel rein, weil reinvestierbar haben wir nicht so viel. Aber wir haben aktuell 27 Millionen am Konto. Das ist natürlich sehr, sehr positiv. Auch ohne große Transfers, dass wir das jetzt mal hinbekommen haben. Werbeeinnahmen in der Bundesliga 40 Millionen. Da sind wir schon recht gut unterwegs. So, weiter geht's. Information zum Baumgartl. Auch der möchte öfter in der Startelf stehen. Ja, jetzt wird schon langsam wirklich schwierig. Ich kann dem auch nur sagen, dass ich ihn sonst verkaufe. Nein, das wird nicht nötig sein. Er wird auf seine Chance warten. Es ist halt schwierig im Moment. Schuppermeier gefällt mir momentan ganz gut. Barbosa ist nicht ganz so sicher. Der wäre vielleicht ein Kandidat. Tonier wechselt jetzt mal. Der wäre vielleicht wirklich ein Kandidat, dass man den dann mal ersetzt. Aber da möchte ich auch noch ein bisschen die Chance geben. Ja. Die Frage ist, können wir den vielleicht zu 1860 verleihen? Partnerverein? Können wir mal probieren. Zum Ende der Saison. Dass wir das Versprechen vielleicht doch noch hinbekommen. Jetzt war ich gerade die E-Mail mit den anderen Versprechen noch. Ihm haben wir auch ein Versprechen gegeben. Daher biete ich den jetzt auch einfach mal 1860 an. Selke weckt Interesse von Schalke. Ich glaube nicht. Nicht, weil ich nicht Interesse hätte, aber wir sind da vorne echt so überbesetzt. Ich hätte vorne echt ganz gern mehr Qualität und weniger Masse, aber ja. Rocco Reitz ist auf der Leihliste. Aber die sind nicht interessiert, ihn in einen Liga-Konkurrenten zu verleihen. Schade. Was? Alter. Leihangebot über 9 Millionen für Müller. Gut, das ist aber auch echt wenig, was die geboten haben. Ulreich verletzt. Bandscheibenvorfall. Das hat man davon, wenn man einen alten Mann holt.
Nein, Bandscheibenvorfälle sind natürlich heftig, hat auch nichts unbedingt was mit dem Alter zu tun. Ja, Spezialist. Und jetzt ist die Frage. Ich würde sagen, jetzt bekommt Hekerin tatsächlich seine Chance. Weil ich meine, natürlich könnte man jetzt den Müller nach oben ziehen und spielen lassen. Aber ganz ehrlich, mich hat er so geärgert, dass ich den einfach nicht mehr sehen will im Kader. Da gebe ich jetzt eher dem Jungen die Chance. Boah, 6 bis 7 Wochen sind schon eine lange Zeit. Die Frage ist, naja, aber jemanden holen will ich jetzt auch nicht mehr. Leihliste-Benachrichtigung. Rodrigo Moniz. Boah, der wäre stark. Schaut's denn aus? Deadline Day ist schon fast da. 400.000 ist eigentlich nix. Eigentlich müsste ich den nehmen. Aber ich brauche es nicht. Ich hoffe noch immer, dass Top sich so richtig gut entwickelt und dass wir dann eben auch in dem Fall noch, dass wir in dem Fall jetzt auch noch auf Keuter ein bisschen setzen können und dann schauen wir halt mal. Athletik und Gegenpressing, großartig, ja, aber passt schon. Ich bin gespannt, wie es gegen Hannover läuft. Vier Nationalspieler, Keuter und Cissé. Cissé ist aktuell ja bei Magdeburg, schon 2 Spiele gemacht, sehr gut. Da haben wir auch einen verletzten 5 bis 6 Wochen, ist auch richtig blöd. Ich werde am Deadline Day vielleicht noch schauen, ob es noch die ein oder andere Leihe gibt. Wenn man da irgendjemanden kostenlos holen könnten, dann bin ich auf jeden Fall nicht abgeneigt. Boah, da kommen wieder viele Scout-Berichte rein. Danny Ings, Leute. Der ist eigentlich ganz interessant. Franco Watson. Kann man mal auf die Auswahlliste setzen für ihn? Ja, vielleicht sollten wir auch den Fatabo auf die Auswahlliste setzen. Ich bin nur so schnell weitergegangen, weil ich den Preis gesehen habe. Aber schauen wir mal. Muss da wieder nach Gefühl ein bisschen durchgehen. So. Also Hekerin im Tor. Ich bin gespannt. Sieberking ist doch zu weit entfernt von der ersten Mannschaft noch. Baumgartl nehme ich, glaube ich, mit. Wobei, es ist schwierig. Matriciani, wir haben halt sehr, sehr vielen Spielern versprochen, Stammspieler zu sein. Barbosa ist Starspieler und kommt eigentlich momentan von der Leistung her nicht so wirklich ran. 6,8. Ich hau einfach Baumgartl heute mal rein. Und heute darf Kreuter beginnen. Oder starten wir wieder mit Top, dass wir nicht zu viel rotieren. Und links außen Mörkin. Und ich werde auch Osmani heute für Scheka spielen lassen, weil der hat mir ehrlich gesagt nach seiner Einwechslung ein bisschen besser gefallen als der Portugiese. Und sonst können wir den immer noch in Hälfte 2 bringen. Wir schulden Hannover noch was. Anscheinend haben die uns in der zweiten Liga besiegt. Die sind ja mit uns aufgestiegen und die haben ja den Titel geholt in der zweiten Liga. Also da haben wir da durchaus noch eine Rechnung offen. Bin gespannt, ob man jetzt von der Umstellung von diesem ein bisschen offensiveren was merkt bei uns. Was man merkt, ist, dass auf jeden Fall mal der Rückraum wieder vergessen wird. Sechste Minute, Riesenchance. Schon wieder so ein Hals. So, ruhiger Spielaufbau von hinten. Hekerin. Auch da wieder. Such doch den Pass auf den Flügel. Ständig dieses Herumgeeiere mit diesen kurzen Pässen in der Mitte. Boah. Also, das war eigentlich nur ein Foul. Da war kein Ball im Spiel. Wie kann man den weiterlaufen lassen? Und jetzt kriegen sie den Konter. Ernsthaft? Der läuft dem hinten in die Beine und wir kriegen's Tor. Was ist das für eine Frechheit? Also da bin ich jetzt wirklich sauer. Schaut euch bitte vielleicht nochmal das in der Wiederholung an und schreibt mir eure Meinung. Weil vielleicht täusche ich mich auch, ich habe es jetzt nur in der Kürze gesehen. Aber hallo? Das war doch. Also da muss eigentlich der Videoschiedsrichter einschreiten. Die haben den Ballgewinn nur, weil da jemand top in die Hacken läuft. Und ja. Und dem pfeift er jetzt. Jetzt bin ich gespannt.
Osmani auf dem Weg aus dem Strafraum raus. Aber es gibt den Elfer, tatsächlich. Den versucht jetzt Top zu verwandeln. Schauen wir mal, ob es die Gerechtigkeit jetzt gibt. Die gibt's. Wobei man sagen muss, es könnte schon 2-0 stehen, wenn Top den vorhin annehmen hätte können, ohne gefoult zu werden. Aber ja, bin gespannt auf eure Meinung. Ich habe es ja nicht so genau gesehen. Sah auf jeden Fall so aus. Gut, wichtiger Ausgleich. Wichtig, dass diese schnelle Antwort gelingt. Auch das Top wieder trifft gleich mal. Ganz wichtig. Und jetzt schauen wir, wie es weitergeht. Mittelstädt mit dem Einwurf. Baumgartl. Kral auf Osmani. Und das ist ein Kackpass. Aber Kral ist da. Hier voll aggro gerade. Aber ich hoffe noch sympathisch aggro. So, Schallenberg. Mittelstädt. Jetzt kommt der Pass in die Tiefe auf Mörkin. Die Flanke und... Da kommen wir nicht hin. Nochmal die Chance. Und da ist Kruus. Der trifft. Zweites Saisontor. 27. Minute. Was wird da gecheckt? Ob Top wahrscheinlich im Sichtfeld stand oder was? Alter. Das wäre jetzt bitter. Ach, es zählt. 2-1 Spiel gedreht. Kruus trifft wieder. Bisher hat sich der Transfer von ihm ja auf jeden Fall ausgezahlt. Mörke mit dem super Antritt an der Passi in den Rückraum. Top wieder gefoult. Na, oder er stolpert hier einfach. Weiß nicht, was er für Schuhe hat heute. Jetzt hat Kruus was abgekriegt. Knöchelprellung, aber es scheint weiterzugehen bei ihm. Warten wir mal ab. Nee, jetzt geht's nicht weiter. Wir bringen Weißhaupt rechts außen. Und jetzt müssen wir halt schauen. Jetzt haben wir zwei Flügelspieler, die beide das Spiel breit machen und in der Mitte nur Top. Deswegen würde ich jetzt Osmani auf Attack stellen, damit wir hier ein bisschen mehr Unterstützung für den Stürmer haben. Schauen wir mal, ob es klappt. Ecke Schaub, wieder ein Österreicher gegen mich, der dann vielleicht später wieder trifft. Häkerin, super Parade. Und auch bei Hannover ein Verletzter, nämlich Köhn, während Häkerin hier wieder hält. Bin gespannt. Ich denke mir, dass das seiner Entwicklung vielleicht auch gut tut, weil Potenzial hat er noch. Ja. Ich freue mich über die Leistung. Weiter so. Versuchen wir, ihnen da positiv zuzusprechen. Baumgartl 6,6, also nicht so überzeugend. Kral 6,5. Da werden wir den Tempelmann bringen, weil der wollte sowieso spielen. Schauen wir mal, wie sich Tempelmann heute schlägt. Ich hoffe, dass das reicht, dass wir ihn eingewechselt haben, weil es stand, glaube ich, nur, dass er erwartet zu spielen, nicht, dass er erwartet zu starten, oder? Bin mir nicht sicher. Häkerin macht Spiel schnell. So schnell, dass wir das fast nicht gecheckt haben. Sau Mittelstädt. Und Top. Zieler mit dem Patzer. Und da geht er auf Nummer sicher. Also da waren wir jetzt schon sehr nahe dran am dritten Treffer. Baumgartl kommt da fast dran. Wieder Mittelstädt. Schade. Nächste Ecke. Top. Aber Zieler packt sicher zu. Baumgartl klärt, aber der geht genau zu Schaub. Und der Distanzschuss wird vom Baumgartl wenigstens wieder geblockt. Ecke Schaub. Also was mich sehr freut, ist, dass Chopin so überzeugt im Zentrum bei uns. Nachdem ich den ja gegen Kral getauscht habe und eigentlich auf der 6 geplant habe, bin ich schon froh, dass er jetzt sowas wie der Abwehrchef bei uns ist. Osmani, den behauptet er richtig gut. Legt ihn super rüber auf Mörkin. Dann ist wieder Osmani da und der geht an den Pfosten. Boah, super Aktion. Da haben wir gerade ein bisschen passiv verteidigt, aber top. Und er holt den Freistoß. Gut, dass er da den Körper reinstellt. So, aber es ist wieder eine Standardsituation. Also Hannover kommt mit sehr vielen Standards. Tempelmann klärt. Osmani versucht drauf zu gehen, aber auch ein bisschen halbherzig. Frühe Flanke, aus der zum Glück nichts wird.
So, jetzt wieder wir vorne. Baumgartl, Schallenberg. Schallenberg komplett unbedrängt köpft er den irgendwie mit seinem Hinterkopf zum Gegner. Also solche Aktionen will ich echt nicht sehen. Und da ist er drin. Natürlich, der Österreicher trifft. Das ist einfach so geil. Das ist unglaublich. 70. Minute, wir schenken es ein bisschen her. Wie gesagt, der Ballverlust mal zu billig. Und dann hier keiner bei Christiansen. Keiner attackiert Schaub so richtig und Häkerin fällt um. Ja, gut. Wir wechseln jetzt noch. Ich habe noch 3 Wechsel. Ich bringe jetzt mal den Schäker für Schallenberg, weil der Schäker sich da hinten ja auch ein bisschen wohler fühlt als auf der 10. Wir bringen den Lasmé für, wobei Mörkin echt gut war. Oder ich bringe Keuter hier hinten als Schattenstürmer. Auch das könnte ganz gut passen. Und Baumgartl hat halt auch wieder katastrophale Note. Also diese Innenverteidigerposition, die macht mir irgendwie Sorgen und Kopfzerbrechen. Ich belasse es mal dabei. Dann schauen wir mal weiter. Einwurf Mittelstädt. Keuter ist da, wieder Mittelstädt, die Flanke auf Top. Und da ist Weishaupt, der legt ihn ab, im Rücken zum Tor ist schwierig. Jeka und Silas, super Parade. Da waren wir schon recht nahe dran am dritten. Mal wieder. Was war da los? Christiansen am Boden, scheint verletzt zu sein. Weishaupt spielt ihn ins Out, sehr fair. Ich hätte weitergespielt. So, Sortea ist müde, dann machen wir hier noch den letzten Wechsel mit Aydin. Das war's eh, oder? 1, 2, 3, 4, 5, ja. Dass ich niemanden vergesse. Freistoß Nielsen. In die Mauer. Häkerin leider mit einem 6,5. Das ist echt schade, weil der hat eigentlich gut begonnen in dem Spiel heute. Ecke Schaub, 87. Keuter kriegt ihn gut geklärt. Oh, die Riesenchance. Was für ein Patzer. Top ist an Zieler vorbei und er macht 3:2 in der 88. Minute. Boah, ist das spannend. So, Zeitspiel. Neu formieren nach Ballverlust. Ist das spannend. Da haben wir gerade das Glück. Neumann hier mit dem Fehler. Ich würde durchdrehen, glaube ich, als Trainer. Top, lässt sich diese Chance nicht entgehen. Und damit, ja, das 3:2. Wir ändern taktisch jetzt aber nichts. Ich möchte schauen, dass wir trotzdem noch Chancen haben, damit wir vielleicht eben auch den Ball von unserem Tor fernhalten können. Aber es wird wieder gefährlich. Mittelstädt mit dem Foul. Passt schon, dass er das da macht. Ist okay. Taktisches Foul. Es ist trotzdem eine gefährliche Position. Also die Freistoßchance ist gut. Zieler scheint auch mit nach vorzugehen. Nielsen bleibt im Weg liegen. Schieß ihn an. Bitte schieß ihn an. Zieler ist sich unsicher. Zieler ist sich voll unsicher. Und jetzt deutet er den Laufweg an. Jetzt geht er wieder zurück. Zieler ist, glaube ich, komplett müde, einfach durch das Hin- und Herlaufen jetzt dann. Der wird geklärt. Top geht drauf, ganz wichtig. Boah, das wäre so geil, wenn es der nächste Kackpass nach hinten gewesen wäre. Aydin mit dem Foul. Das gibt's nicht. 95. Elfmeter oder was? Kein Elfer. Boah, Freistoß. Alter, ist das spannend. Baumgartl klärt. Der hat gerade 6,7. Der hat sich gerade gefangen. Kommt schon, Jungs. Belohnt euch. Häkerin hat ihn. Ja. Wir haben's. Holy shit. Was für ein geiles Spiel. Super knapp. Wir sehen anhand des Expected Goals Werts. Wir haben es durchaus verdient. Dass es so spannend wurde im Endeffekt. Ja, wichtig ist der Sieg.
Wichtig ist, dass wir jetzt da endlich mal voll anschreiben konnten. Und Kreuter trainiert schon wieder schlecht. Was? Ich habe gerade das Falsche geklickt. Ah. Shit. Ich habe gerade seine Gesamtentwicklung kritisiert. Ich wollte eigentlich nur seine Trainingsnote kritisieren. Ah, shit. Gleich mal mit dem neuen komplett vergeigt. Ja, man kann das Training am Anfang noch nicht kritisieren bei dem neuen. Vielleicht war das... Oder ich habe einfach zu schnell geklickt. Soll bei mir auch vorkommen. So. Der wird sich schon wieder beruhigen. Ich überlege gerade, ob wir ein Spiel machen sollen, aber ich glaube, ich werde eher eins für die zweite ausmachen. Generell zweite Mannschaft natürlich ein Thema. Wir werden gleich mehrere Testspiele ausmachen. Immer montags, damit wir dann wissen, wer am Wochenende gespielt hat quasi. Und dann schauen wir, dass wir hier ein bisschen Geld auch kassieren. Also alles, was da irgendwie so einen Geldbetrag in der Klammer hat, da kriegst du noch was. Also hier zum Beispiel eben nicht. Gerade das Falsche angeklickt. Gegen den KFC Uerdingen, ein schönes Traditionsduell auch. Rot-Weiß Aalen. Da machen wir vielleicht gleich ein paar mehr aus, wenn wir schon dabei sind. So. Gegen den ersten FC Niederkassel. Duisburger SV. Was gibt es denn da noch Schönes? Könnt mir ja gerne mal schreiben, wo ihr so spielt oder was so eure Heimatvereine sind. Dann schaue ich in Zukunft, dass ich da welche nehme. Aber da eh nur die zweite spielt und wir es nicht sehen, ist glaube ich eh nicht so tragisch. So. Bringt auch ein bisschen Geld ein. Es ist nicht viel, aber ist okay. Da bringen die ganz Kleinen irgendwie sogar, ich glaube, mehr ein. So. William Böbing ist noch auf der Leihliste, ich weiß. Aber jetzt müssen wir mal schauen, dass wir den Deadline Day gut runterbringen. Richtig teilnehmen werde ich aber, glaube ich, nicht, weil es gibt irgendwie nicht wirklich was zu tun bei uns. Also wir werden jetzt am Deadline Day eben noch schauen. Romano steigt wieder ins Training ein. Siebeking wieder zu Null gespielt, sehr gut. Dass wir... Katar SC glaubt, das Gehalt nicht zahlen zu können. Das siehst halt auch, was bei Müller falsch läuft. Naja. Wir werden jetzt einfach schauen, ob es vielleicht noch den einen oder anderen Leihspieler gibt, den wir uns kostenlos oder günstig holen können, um den Kader in der Breite noch ein bisschen zu verstärken. Aber so allgemein bin ich schon recht zufrieden. Oh, sehr gut. Wir kriegen nochmal 300.000, wenn Jao noch einen Einsatz bei Milan macht. Bin ich optimistisch, dass er den noch haben wird. Und die 300.000, die nehmen wir natürlich dann auch gerne. Finanzupdate. Aktuelle Finanzen sind okay. Ich werde mich über keinerlei Transfergerüchte äußern heute. So, beste Offensive. Girassi, ja. Gut. Schlechteste Offensivmannschaft, die Eintracht. So, den brauchen wir nicht. Absagen. Gut, also ein bisschen was tut sich jetzt schon, so wie es aussieht. Schalke gegen Hoffenheim dann im Fernsehen. Sehr schön. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Atmosphäre geht drauf. Und nachdem Madrigiani auch ein Führungsspieler ist, werde ich dem jetzt, glaube ich, die Chance geben, hier neben Choupo-Moting. Ich hoffe, dass mich dann irgendwann mal einer von denen wirklich überzeugt. Könnt ihr mal schreiben, was so euer Favorite ist, aber wie gesagt, Barbosa hat eigentlich nicht überzeugt. Schwierig. Ich würde mich nämlich schon langsam echt gerne auf einen Stamm festlegen. So, Frabotta und die Chiara wird empfohlen, aber die Chiara, den habe ich mir auch gerade bei Sampdoria angeschaut. Aber 30-jähriger Linksverteidiger wird bei uns nicht gebraucht. War eigentlich schon die Frage, ob ich am Deadline Day teilnehmen will. Aber irgendwie kommt es mir gerade vor, es wird da nichts weitergehen. Ah, jetzt ist der Deadline Day. 18 Uhr schließt schon.
So, wir nehmen nicht teil. Götze, Deadline Day, Gerücht zu Leverkusen. Ah, schön. Der FM. So. Passt. Wir gehen auf die Leihliste. Wir gehen auch auf Interessiert an einer Leihe. Und da gehen wir einfach mal vielleicht auf die Empfehlungen. Boah, viel zu viele. Das ist definitiv zu viel. Und sortieren wir mal nach Marktwert. Da sind jetzt viele natürlich mal aus der Premier League, Klassiker. Damas Straßburg, Senegal, ein Senegalese, Habib Diarra. Finde ich aber auch einen heftigen Marktwert. So stark finde ich den jetzt auch nicht. Moriba. Der wäre halt richtig spannend. Aber der wird teuer sein. 50% Gehaltsbeteiligung. Ist jetzt gar nicht so krass, aber. Also 50% sind eigentlich ein ganz guter Deal, aber das ist halt bei ihm trotzdem noch sau viel. Nelson Viper werden die wahrscheinlich nicht verleihen wollen an uns. 35.000 im Monat. Ist auch nicht wenig dafür, dass wir ihn nicht wirklich brauchen. So, da könnte man noch holen, aber. Wir sollten da jetzt einfach Hekeren die Chance geben. Ibrahimovic von den Bayern. Ja, nachdem wir auf der 10 eh nicht zufrieden sind. 60% Gehaltsbeteiligung und auch hier relativ viel und Schlüsselspieler. Nein. Aber ein 10er könnten wir uns durchaus anschauen. Ich meine, Moriba wäre einer. Durchaus, wobei der ist jetzt kein klassischer Spielmacher. Tom Bischoff. Der wäre ein Spielmacher. 60% Gehaltsbeteiligung und 41.000 im Monat. Das heißt, diese Leihe würde uns ca. 1,2 Millionen kosten. Als Rotationsspieler wäre es für mich okay. Dann fordern sie 100% und 60%. Ach, das geht nicht. Das ist uns leider auch für die Leihe zu teuer. Ajax bringt auch immer gute Talente raus. Ich schaue es mal anders an. Gehen wir mal auf die 10. Auf ist gut als. Also es muss nicht die Idealposition sein. Ob man da jetzt vielleicht noch irgendwen findet. Hannibal, Manchester United. Der wäre natürlich ein Spielmacher-Typ. Wobei der gar keinen guten Passwert hat. Sehr aggressiv. Mache ich mir fast Sorgen, wenn der so aggressiv ist. Dann Diomande. Spannender Spieler von Tottenham. Schlüsselspieler. Die fordern nur 10% Gehaltsbeteiligung. Also eigentlich müsstest du den jetzt holen. Müsstest du ihn auf die 10 packen. Für 10% Gehaltsbeteiligung. Und einfach Uedraogo dann auf links. Aber Schlüsselspieler Mittelfeld zentral ist halt Kacke. Ich mache das jetzt trotzdem. Sollen die ihn halt zurückholen dann? Aber ich glaube, wenn der nötige Einsatzzeit bekommt, kann man vielleicht mit dem Trainer dann schon reden. Dann ist es halt nicht die Position. Wallemark auch nicht schlecht. Franco Gonzalez vom PSG. Boah. Oh, sehr gutes Talent. Philipp Stefanovic, den ich glaube ich jedes Jahr irgendwie hole und nie überzeugt er mich. Ja, gibt es noch eine Position? Eigentlich glaube ich, würde das schon reichen. Diomande wäre der Wahnsinn. Ich meine, theoretisch könnte man den einfach auch hinten auf diese Spielmacherrolle stellen, weil mit der sind wir ja auch nicht zufrieden. So, Mainz hat wegen Dörr angefragt. Sie haben das nervt mich halt an der Talentliste, dass die dann automatisch ablehnen, weil er halt mit 100% auf der Talentliste steht. Jetzt. Mit 70% wäre ich absolut zufrieden gewesen. 1860 möchte Becker leihen als Stammspieler. Bin ich nicht abgeneigt. Wir haben jetzt im Worst Case als dritten Linksverteidiger ja sogar noch den Mörkin. Und Stammspieler bei 1860 ist schon ganz cool, das machen wir. Dann Guillaume Fille, Kauf. Aber den wollen wir eh losbekommen, das passt auch. Leihe von Kelati. Dann
Gap hat, können, ja, hat noch immer Potenzial. Tottenham hat akzeptiert. Aber auch andere Angebote. Da kommen jetzt wieder Angebote für Giamfi. Nehmt einfach alle an. Ich mache es mir jetzt einfach. Natürlich hätte ich jetzt ein bisschen raushandeln können, aber das dauert sonst lang. Kerbsis geht, das ist gut, zu 1860 zum Partnerverein. Auch Vitali Becker geht. Diomande kommt zu uns, das ist super. Und wen haben wir da? Jermaine Jan. Nein, abgelehnt. Kerbs ist zufrieden. Und ist Diomande schon da? Nein. Aber gleich, da ist er. Spieler für die Breite. Tatsächlich hätte ich mir den jetzt sogar noch ein bisschen stärker vorgestellt, aber schauen wir ihn uns dann einfach an. Bitte Schallenberg um Begrüßung. Jander lehnt ab. So, schauen wir uns Diamante an. Ja, der ist ganz ehrlich, für die 8 ist mir der zu defensiv schwach. Also, aber auch der 10 kann der auf jeden Fall Stammspieler sein. Weil da bin ich mit keiner Lösung so 100% zufrieden und für das Geld, das sollte man echt nutzen. Der geht mal, dann Giamfi ist zu Hertha gegangen. Augsburg leiht sich Reiz. Tut sich da noch ein bisschen was am Deadline Day. So, da bekommen wir 20.000. Weiterhin keine Angebote für Müller, stimmt. Cagliari würde 0 Euro zahlen für ihn. Das ist klingt nach einem fairen Angebot. Wahrscheinlich lehnt das dann wieder das Präsidium ab. Oder es geht sich von der Zeit gar nicht mehr aus. Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geschaut. Too late. Großartig. Gut, das heißt, der Deadline Day ist zu Ende. Das Angebot. Naja, wobei, vielleicht ist das Transferfenster noch offen bei Cagliari Calcio. Abgänge gehen ja noch. Vielleicht haben wir Glück. Das beobachten wir jetzt noch. So, abgelaufen. Das passt eh. Schauen wir mal. Sehr gut. Also scheint noch zu gehen mit dem Angebot für Müller. Der will sicher Ausgleichszahlung. Barbosa verletzt 1 bis 3 Tage. Tempelmann hofft, dass die Einsatzzeiten bald zunehmen. So, gibt es da irgendwelche Schnäpschen? Schnäppchen? Nee. Schaut nicht so aus. Ich meine, Matteo Raab ist nicht so schlecht. Als Torhüter, Ersatztorhüter vielleicht, ja. Brauchen wir aber nicht. So, U19 mit einem 5-1 im Juniorenpokal. Ich will Müller noch verkaufen. Ich möchte euch zum Abschluss noch den Transfer schenken, wenn es irgendwie geht. Bin gespannt. Die Bayern machen ein Angebot für Zirkze. So, Romano machen wir verfügbar. Immer für die U19, das passt. Und damit die zweite Mannschaft. Terode macht man verfügbar, Häkerin in dem Fall jetzt nicht. Wenn sich die jetzt auch noch verletzt, ist bitter. Dörr, Bartel, Krüger. Dann braucht Sassares Spielpraxis. Romano haben wir schon für die U19. Aydin braucht Spielpraxis. Lasme von mir aus auch. Seguin von mir aus auch. Baumgartl von mir aus auch. Danke übrigens, ich glaube in den Kommentaren hat jemand geschrieben, dass ich die Spiele für die zweite Mannschaft ausmachen soll, weil ich vergesse das gern. Ich glaube es war hier und nicht bei Sampdoria. Gut, jede Menge Scouting-Berichte. Ja, wir werden im nächsten Part einfach schauen, ob der Müller-Transfer durchgegangen ist oder nicht. Ich werde jetzt mal die Länderspielpause fertig überspringen und dann sehen wir uns fürs schöne Duell auswärts in Hoffenheim. Bis bald, danke, ciao.